Hallo und willkommen zu meinem ersten Mod-Tutorial. Also, nicht Mod-Tutorial. Tutorial. Und in dem stelle ich euch jetzt hier den Quarry vor. Oder den Steinbruch. Weil der baut sich eben bis nach unten runter und baut dabei auch alle Rohstoffe ab und lagert sie dann in die Kiste ein hier. Und der. Naja. Der ist nachher natürlich praktisch, wenn man einfach mal so auf Reisen ist und der dann hier die ganze Zeit abbaut. Im Generator erzeugt es eben Energie, das geht dann. Starten wir einfach mal. Und der baut das dann hier, also Energie da rein. Und er, diese Generatoren, also die treiben das an und dann baut hier dieser Laser das alles ab. Und natürlich umso mehr, umso besser, umso schneller baut er eben. Das hier ist der ganz langsame, der und der schnelle, der mittlere eben. Und das bringt der dann hier über die Stein, dann so eine Transportröhre, alles in die Truhen, wo man es dann, wenn es gleich ankommt, einsacken kann. So, jetzt gleich. Und der baut eben alles ab. Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. Der baut eben auch hier alles Eisen und. Naja, das lässt er jetzt übrig. Alles Eisen und so ab, was er findet. Nachher sollte man einfach nochmal hingehen und alles abbauen. Und alle Items, die da reinfallen, wenn ich jetzt mal Kohle reinwerf, saugt er einfach ein und gibt er dann da hier gleich auch ab. Und saugt es ein. So, jetzt zu den Crafting-Rezepten. Was man natürlich alles braucht. Man braucht natürlich die steinernen Transportröhren. So werden die gecraftet. Und die Hebel, das weiß eigentlich jeder, wie die gecraftet werden. Denn der Generator, da gibt es zwei Arten, den zu craften. Natürlich können die auch voll sein. Ne, einmal Maschinenblock und von Ans und der RI-Batterie. Iron Furnace und Finite Iron und dennoch eben auch eine Batterie. Und hier kommen die ganzen, diese Electronic Energy, die den Generator an sich hier so den antreiben, die von den Generatoren Energie bekommen. Hier ist der schnellste, aber auch am schwersten zu craften. Und das ist der langsamste, den würde ich nie bauen. Der ist einfach, kann ich hier mal zeigen hier. So, ausstellen, ausstellen und der baut. So, jetzt sieht man. Blob. Blob. Der ist eben ziemlich langsam, denn er hier ist etwas schneller. Blob, 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 der baut das viel schneller ab. Denn deswegen wenigstens immer ihn bauen. Und er baut eben am allerschnellsten ab. Und zusammen natürlich am allerschnellsten. Umso mehr man ranbaut, wo neben Generatoren stehen, umso schneller geht das. Und dann eben noch der Krabby oder Steinbruch. Der ist ziemlich, ja, kostspielig. Und ja, der kostet ganze 11 Diamanten und ein bisschen Gold und ein bisschen Eisen. Das ist jetzt nicht gerade so das Günstigste. Aber nachher, wenn man hier überall dann immer schön auch oft Kohle reintut. Denn baut er ja relativ viel ab. Das lassen wir mal wieder laufen. Und dann kriegt man das nach einer Zeit, hat man dann einfach alle Diamanten wieder, wenn man. Man kann den nämlich einfach, wenn er fertig ist, abbauen und dann einfach woanders hinsetzen. Der macht dann immer hier sich automatisch so einen Bereich. Dann setze ich jetzt nämlich mal die hier schnellen. Setze sie einfach ran. Hier dann zwei Generatoren reichen eigentlich locker. So, da kann ich Kohle reintun. Kohle reintun. Und dann. Die gibt genau, die brauchen ja auch noch die Hebel. Warte. Dann arbeiten die eben. Jetzt ist da so ein komisches Viech, das lasert da überall Teile hin. Jetzt habe ich mal noch. Nicht hier, jetzt ist es ganz schnell.
Die kann man, wenn man auch fertig ist, einfach abbauen und benutzen, wenn man einen Kran bauen will oder so. Aber an sich können die einfach gar nichts. Das sind einfach hier hässliche Absperrungen, Rahmen. Die braucht man nicht. Wenn er fertig ist mit dem Lasern, kommt eben dieser Arm und fängt an mit dem Abbauen. Und jetzt baut er es ab. Und wenn man hier keine Rohre rangebaut haben, ist das hier der Rohstoffspringbrunnen. Hui. Und deswegen bauen wir eben einfach die Rohre. Ich mache jetzt mal so. Steinernes Transportrohr. Oder auch die Stone Transport Pipe. Oder irgendeine Kiste. Kann jetzt so eine normale Kiste sein. Jetzt wird das darüber gebracht und nicht mehr springt wie wild rum. Aber es kann auch hier eben alle anderen Art Diamond Chest und so. Die sind einfach. Die haben eben viel, viel, viel mehr Platz als so eine kleine Chest. Da kann man da hinsetzen, was man will. Und dann muss man einfach immer Kohle nachschieben. Und dann hat man dieses Gebilde. Wenn man will, dass das jetzt auch noch genau hier eingezäunt ist, dass das nicht irgendwie von selbst so macht, ne, kann man auch einfach hier. Wo sind die Teile? Die Landmaker nehmen. Sich denn. Mist. Einfach so auch so ein Riesengebiet. Mal aktivieren. Einfach so ein mega fettes Riesengebiet. Warte, jetzt zerstöre ich mal einfach den anderen. Die anderen, das alles. Einmarkern. Jetzt reißen wir den mal weg. Dann muss man ihn hier, soweit ich weiß, an der Ecke setzen. Wenn ich den jetzt antreibe, müsste der eigentlich. Muss ich den denn. Ach Mist, jetzt habe ich sie. Markieren wir eben einen kleineren Bereich. Na toll. Keiner. Wieso lasert der da jetzt noch hin? Ich habe keine Ahnung. So, dann sitzt er da und genau, jetzt hat er dieses Riesenfeld statt diese kleinen eingenommen. Und wenn man jetzt einfach alles anbaut, dann lasert er das Riesenfeld erst weg und dann. Wieso fehlen hier Rohre? Egal. Ne, und so baut man einen Steinbruch, der einen auf Dauer nur was bringt, nicht so kurz. Wie tief? Ja, der hier ist ja schon tief. Komm, alles runterwerfen. Sammelt er sowieso alles wieder ein. Bringt er sowieso alles gleich in die Truhen. Und das war's auch schon. Tschüss!